Mein Bein! 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 Das da waren die College-Gebühren von meiner Jüngsten. Ist ja gut. Bringen wir es hinter uns. Fühlt sich toll an. Danke, Herr Doktor. Das freut mich, Fred. Aber seien Sie in Zukunft vorsichtiger mit Ihrem Bein. Ach was, ich bitte Sie, das ist doch nur mein Bein. Ich habe ja noch eins. Nur Ihr Bein. Nur Ihr Bein. Wie Sie wollen, Fred. Wenn Sie das nächste Mal mit einem verletzten Bein hier ankommen, ersetze ich es durch. Durch was denn? Ein Roboterbein! Cool! Tja, Ihnen mag das cool vorkommen, Fred. Aber wie geht es dem Roboter wohl dabei? Nimm nicht mein Bein, nimm nicht mein Bein. Ist gut, Herr Doktor, ich hab's kapiert. Ich achte jetzt besser auf mein Bein! Ich versprich's. Gut gemacht, Tom. Fred. Dein Bein sieht toll aus. Halt dich fern von meinem Bein, SpongeBob. Ist doch echt dumm gelaufen mit dem Güterzug und deinem Bein. Tschu-tschu. Mein Bein! Rückblenden, kitzeln. So, und jetzt machen Abflug. Oh ja, genau. Ab sofort werde ich dein Bein beschützen. Inkognito. Au, au. Wow. Das ist ein Aufwärtsklatsch. Unangefährlich, denk nach. Willkommen zurück, Fred. Gut sieht Ihr Bein aus. Aber wäre es nicht sicherer, wenn Sie stattdessen ein Tischbein verwenden? Ach echt? Meinen Sie? Aber Fred, ich stelle Ihnen doch kein Bein. Sehen Sie her. Wenigstens ist Freds Bein noch heil. Mein Bein! Macht mir richtig Stress, Dr. Pferdefuß. Sie haben recht. Es ist sehr verspannt, aber dagegen können wir was tun. Ziehen Sie die Schuhe aus und folgen mir. Bis jetzt stinkt mir dein Plan ganz schön. Es ist nicht der Augenblick, stinkig zu sein. Ich bin hier zum Schutz von Freds Bein. Und das schaffe ich nicht allein. Der einzige Weg zur Entspannung Ihres Beins ist ein kleiner Marsch über heiße Kohlen. Heiße Kohlen? Ja! So, nun schließen Sie die Augen und sprechen mir das uralte Mantra nach. Meine Füße sind so kalt. 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 Mein Po! Meine Füße sind so kalt. Meine Füße sind so kalt. Meine Füße sind so kalt. Transzendenz. Die Stellung ist fertig. Hier. Oh. Hey, na? Nam, nam. Oh, Babylein will Krabbi-Burgi. Babys erster Krabbenburger.
Was für ein teuflischer Schurke! Ich glaub's ja nicht, dass das wirklich funktioniert. Das ist ja wirklich Baby einfach. Was für Babys. Stopp! Und zwar sofort, du diebisches Kleinkind! Wie krass. Du hast wohl gedacht, du kannst mich reinlegen, hä? Nun komm schon raus, du kleines Ungeziefer. Was tut er denn da? Lassen Sie das arme Baby in Ruhe. Okay, wenn's nicht anders geht, dann eben auf die harte Tour. Mr. Krabs, nein, tun Sie das nie. Ach, nun haben Sie sich nicht so. Es ist nur Plankton. Sehen Sie? Gugu? Wie kannst du nur? Du spielst mit unseren Gefühlen. Aua. Was tut weh, Mann? Was soll das? Das ist eine Themenparty. Lass dich darauf ein. Sag es, Fred. Nein. Sag es. Mein Bein. Hi, Fred. Ich habe einen Zaubertrick, der haut dich aus den Socken. Oh, wirst du mein Bein mittendurch sinken oder verschwinden lassen oder ein Kaninchen aus ihm rausziehen? Oh nein, es hat nichts mit deinem Bein zu tun. Oh, ich muss los. Ich wasche mir nämlich heute Abend die Waden. Oh, mein Bein! Noch eine Bestellung? Okay. Auf geht's, Wendy. Gleich grillen wir die nächste goldbraune, saftige Krabbule. Oh, Doppeldip, Milchshake? Das habe ich schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Bestellung ist fertig. Ein Doppeldip-Milchshake. Halt! Hätte ich fast vergessen. Die Kirsche obendrauf. Bitte sehr, mein Herr, ein perfekter Doppeldip-Milchshake. Na, dann Prost. Sieht schon mal lecker aus. Ist ja gefroren. Walfischdreck, wie soll ich das bitte trinken? Dieser Shake ist einfach ekelhaft. Du hast wahrscheinlich noch nicht mal eine Lizenz zum Milchshaken. Eine Lizenz zum Milchshaken? Aber natürlich habe ich die hier. Und die ist auch noch gültig bis vor 7 Jahren abgelaufen. Deine Milchshake-Lizenz ist schon vor 7 Jahren abgelaufen? Empörend! Ich will sofort mein Geld zurück. Nicht doch. Wir wollen doch nicht sagen, was wir später mal bereuen, oder? Ich sag Ihnen was, Sie kommen morgen wieder und dann macht den SpongeBob einen einwandfreien Milchshake. Also dann bis morgen. Wohin geht's denn, Mr. Krabs? Du musst wohl noch mal in die Schule. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wir sind da, Minion. In der Milchshake-Akademie. Weißt du, Minion, die Milchshake-Technologie hat sich weiterentwickelt, seit du das letzte Mal hier warst. Ich werde mein Bestes geben. Aufgepasst, Kadett Schwammkopf. Wenn du einen Shake machen willst, musst du verstehen, wie es sich anfühlt, ein Shake zu sein. Und zwar hier im Shake. Simulator. Rein da. Los, los. Bewegung. Hopp, 2, 3, 4. Hopp, 2, 3, 4. Hopp. Dieser Schwamm verdient eine Lektion. Deshalb schalte ich auf Ausmerzen. Aber Sir, Ausmerzen hat noch niemand überlebt. Ruhe. Er muss etwas lernen, Kadett. Na gut, mal sehen, was aus ihm geworden ist. Darf ich noch mal? Das war lustig. Ein Milchshake kommt sofort. Du hast dich rehabilitiert, SpongeBob. Das ist der beste Milchshake, den ich je geschlürft habe. Also, war meine Liste nicht echt? Die Apokalypse fällt aus? Ganz genau, Minion. Ich habe die Welt gerettet. Die Apokalypse fällt aus. Die Apokalypse fällt aus. Die Apokalypse fällt aus. Die Apokalypse fällt aus.
Oh, hey SpongeBob, geht's dir gut? Oh, und Fred, deine Fingernägel, sie sind so wunderschön. Danke sehr. Ich bin sehr stolz auf meine... meine Nägel! Muss Nägel kauen. Wow, das ist der verrückt, echt. Es ist eins, aber man muss Geld reinwerfen. Mein letzter Groschen. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Die große Krabbe, womit kann ich Ihnen denn helfen, wenn auch ungern? Ich bin's, Thaddäus. SpongeBob, ich rufe von einem Münztelefon an. Was du nicht sagst. Wie läuft's denn mit deiner Abkürzung? Nicht so gut. Ich bin beim Sperrmüllsofa falsch abgebogen. Und um mich rum sind nichts als kaputte Hydranten. Was mache ich jetzt nur? Zur Fortführung dieses Anrufs werfen Sie bitte einen weiteren Groschen ein. Ich habe keinen Groschen mehr, Frau Telefonistin. Bitte sagen Sie mir, wo ich bin. Für Auskünfte über Ihre Position werfen Sie bitte einen weiteren Groschen ein. Warten Sie! Zwei Sechser? Ich brauche einen Groschen. Oh, so komme ich nie pünktlich zur Arbeit. Was machst du hier? In dem Sperrmüllsofa einen Groschen suchen. Hey, das ist unser Sperrmüllsofa-Kumpel. Was macht ihr da? Limo trinken? Geht dich das was an? Sag mal, ist es nicht ein bisschen früh am Tag für die hochfruchtzuckerprozentigen Sachen? Pass auf, Junge. Ich weiß genau, dass so ein Riesenbecher Limo ungesund ist. Aber manchmal komme ich anders nicht in Schwung für meinen anstrengenden Arbeitstag als Fahrradtaxifahrer. Ach so, ja? Sie fahren ein Fahrradtaxi? Jawohl! Soll ich dich irgendwo hinfahren? Ja, zur großen Krabbe und drücken Sie auf die Tube. Ja, yeah, hau rein, Schorsch! Ja, er hat schon so viel auf der Seite, dass er ab nächstes Jahr auf die Volkshochschule kann. Herzlichen Dank, Schorsch. Viel Glück beim Studium. Die große Klaffmuschel? Warte! Schorsch, komm zurück! Algengrütze! Tuck! Nein! Die Klippe runter! Durch das giftige Abwasser! Rechts herum durch die bakterienverseuchte Kanalisation! Kopf über rein in den stinkenden Schlamm! Über die Müllhalde! Einen Berg aus Schutt und Schrott runterputzeln! Über den schier unerträglich scharfen Stacheldraht! Diesen steilen Berg hoch! Aua! Da! Die kurze Krabbe! Und ich bin immer noch 2 Minuten zu früh dran! Ich hab's geschafft, oh ja, ich hab's geschafft. Oh, ihr zufällig anwesenden Essensgäste, ich hab euch so vermisst. Oh, und eure frischen jugendlichen Gesichter. Das Klo hab ich auch vermisst. Doch am meisten vermisst hab ich dich, halberstickter Fisch. Patrick? Wie bist du hierher gekommen? So wie immer eigentlich. Schorsch hat mich mit dem Fahrradtaxi hergefahren. Was soll es denn sein? Ich möchte einen doppelten Krabbenburger, Krabbenpommes und Was noch? Eine Krabbencola, ein Krabben. Mein Bein! Noch nicht ausgelesen. Vergiss den dämlichen Comic. Wir haben ganz andere Probleme. Die Krabbenburger sind ausgegangen und diese entfischlichte Meute will stattdessen uns essen. Hey, welcher Kannibale war denn das? Eine Burger-Brat-Tempo-Runde, mein Junge, sonst werden wir noch zum Tagesangebot hier. Geht los, Mr. Krabs. Jetzt versucht SpongeBob, seinen hochfliegenden Partner Patrick zu fangen, während er im Halsgriff des Todes baumelt. Hey,
Lassen Sie dieses grauenhafte Ding von Ihrem Schoß! Ich werde nichts dergleichen tun! Denn ich liebe dieses hübsche Tier. Es ist mein emotionaler Beistand, nicht wahr, Schnuckelchen? Sonderzustellung für Fred. Carol, wer ist das? Vati, den da will ich haben. Hör mal, Timmy, du hast zu Hause schon einen von diesen Spielzeughandschuhen. Ja, aber nicht den da. Hier muss mal jemand anständige Manieren beibringen. Los auf ihn, Hans! Und der ist für Sie. Tja, und der ist... ich habe keine Steine mehr am Kulleraugen drauf zu machen. Die Steine sind alle. Geht nicht auch was anderes? Der Künstler braucht jetzt Zeit für sich selber. Er ist ja so exzentrisch. Mir sind die Steine ausgegangen. Oh je, was soll ich denn jetzt bloß tun? Das war endlich mein Ding. Oh, ho, ho. Ja. Algengrütze. Das ist auch voll doof. Na komm schon, mein Junge, jetzt ist Showtime. Ich kann nicht, ich hab Lampenfieber. Weißt du was? Wenn du jetzt nicht rauskommst, bist du gefeuert. Und hier ist er. Chefkoch Bob. Mein neuer Star. Hals- und Beinbruch. Wegen mir auch doppelt. Mein Bein! Halt die Klappe, Fred. Ganz richtig, so sieht's aus. Traut ruhig euren Augen. Zieht es euch rein. Die Schnecke hat Beine, Leute. Junge, was haben wir denn hier? Die Schnecke an. Gary! Hey, pass auf deine Schnecke auf, Freundchen! Tut mir leid, Gary ist übermütig wegen der neuen Beine. Ich hätte dir meinen Anwalt auf den Hals! So geht das aber mit der Tut uns leid, Entschuldigung. Gary B. Schneckerich, das war sehr ungezogen von dir. Oh, ich bin dir ja nicht mehr böse. Wow. Da ist mein erster Kunde. Hallo, ich bin Stanley. Klasse. Das ist ja wahnsinnig aufregend. Also ich möchte... Warten Sie mal einen Augenblick. Diesen Moment muss ich unbedingt festhalten. Das klebe ich in mein Album. Nun machen wir noch eins mit lustigen Hüten. Gute Idee. Tun wir so, als ob wir wütend sind. Den muss ich sofort entwickeln lassen. Ich sag, ich bin bereit, Stanley. Hilfe! SpongeBob, wie sieht denn das hier aus? Bring sofort deine Position auf Vordermann. Ein bisschen mehr Disziplin, wenn ich bitten darf. Dein Cousin Stanley ist ein gutes Beispiel dafür. Der schmückt seinen Arbeitsplatz mit Fotos von dankbaren, zahlenden Kunden.
was treibt dich denn hierher? Bist du etwa ein Streuner? So, bitte. Das ist doch viel schöner. Wow, 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 wow. Nein, hier sind keine herumstreunenden Schnecken hereingekommen. Der will uns einen Seebären aufbinden. Ich glaube, wir sollten ihm einen Eindruck davon vermitteln, wie wenig wir sowas mögen. Ja? 2 Stunden später. Ach, das reicht jetzt, Jungs. Ich glaube, er hat verstanden, worum es geht. Ja, lasst uns weiter nach dieser Dreckschnecke suchen. Hey, Chef, da ist noch eine. Ach so, ja? Ich weiß, dass du darin bist, du Zwerg. Hey, du da! Komm sofort zurück und hilf mir hier wieder aufzuräumen! Das hast du dir selbst eingebrockt, Harald. Nein, hab ich nicht, Harald. Doch, das hast du, Harald. Nein, Harald hab ich nicht. Bitte, 1 für mich und 1 für meinen besten Freund, Patrick. Interessiert mich brennend, wer die nachher lutscht. Danke. Bitte sehr. Ich bekomme aber nur 59 Cent. Ach, das passt schon. Ich habe gerade so viel Geld, dass ich nicht weiß, wohin damit. Da hat sich meine Ex-Frau wohl doch geirrt. Ich habe nämlich den richtigen Job. Einen dreifachen Schlammbeerenbecher, bitte. Und extra Nüsse. Gerne, das wären dann 2,89. Hey, Bert, kannst du mir vielleicht 8 Cent pumpen? Mal nachsehen. Tut mir leid, ich bin blank. Weißt du, wieso hab eigentlich immer nur ich Geld dabei, wenn du dir welches pumpen willst? Tja, aber was soll ich dazu sagen? Die Herrschaften sind wohl knapp bei Kasse. Darf ich helfen? Hier, bitteschön. Wow. Das ist zu viel. Ich wollte doch nur 8 Cent. Ach, das passt schon. Ich hab ja mein Eis. Okay, danke sehr. Gern geschehen. Für Sie auch noch was, Bert? Ja, gern. Du, darf ich auch was bekommen? Oh, darf es auch ein leckeres Eis sein? Nein, ich bin allergisch. Aber ich werde dann dein bester Freund. Du bist eingekauft. Hey, ich glaube, der Kerl braucht ein bisschen Gesellschaft. Sehe ich auch so. Ich auch. Und ich erst. Eiswaffel. Ja. Ich will SpongeBob besuchen. Stehen Sie auf der Gästeliste, Sir? Das glaube ich eigentlich eher nicht. Normalerweise... Dann werde ich Ihnen leider keinen Einlass gewähren können. Guten Tag, Sir. Auch guten Tag. Ihr Schnürsenkel ist offen. Das ist in der Tat so. Danke, Sir. Ja, und dann hat er gefragt, hey, wollen Sie sich ein Eis kaufen? Ein Eis kaufen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich liebe diese Geschichte. Hey Leute, habt ihr irgendwo SpongeBob gesehen? Redet er etwa mit uns? Jetzt nicht bewegen oder Luft holen. Vielleicht geht er dann wieder. SpongeBob! SpongeBob! Hey Kumpel, pass auf, ja? Ich kauf dich gleich und dreh dich in die Tonne. Und da sagte ich nur zu, mein Freund, frisch ans Werk. Ich habe sowieso zu viele Haare. SpongeBob! SpongeBob! So heiße ich, was bekannt ist. Hier, bitteschön, Sir. Ein King-Size-Ultra-Burger-Spezial à la Küchenchef, doppelt frittiert und am Stiel. Danke, du Guter. So ein Schwachkopf. Wie meinen? Sie haben die Mayonnaise vergessen. Zu gütig. Seht sie euch an, wie sie dieses Dreckzeug fressen. Ist das ekelhaft? Die sind doch alle krank. Ich hasse Krabbenburger. Der war gut, Thaddäus. Was war gut? Na komm, jetzt tu nicht so. Ich hasse Krabbenburger. Das ist wirklich lustig. Alle Leute lieben Krabbenburger. Ja, alle außer mir. Also, du machst das gut. Hey, hört mal zu. Thaddäus sagt, er mag keine Krabbenburger. Starker Spruch. Lass diese blöden Schuheinlagen, sonst gehen die nie. Entschuldigung, Thaddäus. Ich find's nur so lustig. Du weißt doch, wie es heißt. Die einzigen Leute, die keine Krabbenburger mögen, haben noch nie eine probiert. So sieht's mal aus. Nie im Leben esse ich sowas.
Was? Was, was? Was hast du da gesagt? Nie im Leben esse ich einen Krabbenburger. Also, ich verstehe. Ich habe noch nie einen Burger gegessen. Diese Wörter, kann man die überhaupt zusammen in einem Satz verwenden? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Burger gegessen und hab's auch weiterhin nicht vor. Noch nie einen Burger gegessen? Dann musst du das sofort nachholen. Kein Wunder, dass du immer so schlecht gelaunt bist. Hier für dich. Ich will diesen Dreck nicht mal sehen. Wenn du es versucht hast, wirst du es mögen. Diesen radioaktiven Müll, den du fälschlicherweise als Essen bezeichnest? Als nächstes willst du vermutlich, dass ich mit Patrick Square Dance tanze. Tut mir leid, Patrick. Ich erkläre diese Burgerbraterspiele für eröffnet. Bitte bleiben Sie dran. Ich erkläre diese Burgerbraterspiele für eröffnet. Willkommen zu den 21. Burgerbraterspielen. Ich bin ein echt aussehender Fischkopf und in der Fastfood-Arena zu Bikini Bottom herrscht herrliches Wetter. Heute dürfte ich vielleicht den größten Tag meiner jungen Karriere erleben. Ich darf für die große Krabbe bei den Burgerbraterspielen an den Start gehen. Wenn ich Gold erringe, erringe ich damit auch Ruhm und Ehre für die große Krabbe. Und das bringt uns im Ringen um die Kundschaft ganz nach vorne. Also gewinn gefälligst. Ei, ei, Mr. Krabs. SpongeBob! Wieso bist du nicht am Grill? Tut mir leid, ich hab's übertrieben. Patrick und ich haben Gesichter geschnitten. Schräge Gesichter sind witzig. Was? Hast du denn noch alle Poren im Oberstübchen? Das war doch nur Spaß. Ja, kennst du denn nicht die alte Redensart? Wenn du nicht aufhörst, Grimassen zu schneiden, bleibt dein Gesicht für immer so stehen. Nein! In dem Fall erzähle ich euch vom Fratzenfred. Es war ein kühler Herbsttag im frühen November. In Bikini Bottom lebt ein Mann, der es liebte, Grimassen zu ziehen. Und seine Lieblingsfratze war das Zunge rausstrecken. Aber sein größter Spaß war es, den Leuten die Zunge rauszustrecken. So ein Rüffel! Und dann eines Tages, als er die Zunge zum 444. Mal rausstreckte, blieb sein Gesicht mit der weit herausgestreckten Zunge stehen. Für immer. Paul Honk. Er konnte seinen Mund monatelang nicht bewegen, bis seine Zunge eines Tages vertrocknet abfiel. Oh nein! Habt ihr weiterhin vor, dämliche Gesichter zu schneiden, Jungs? Gut, ich hoffe, dass ihr euch daran haltet. Entschuldigen Sie, kann ich eine Serviette haben? Aber natürlich, mein Gutster. Und nächstes Mal sprechen Sie mich ruhig direkt an. Das muss doch entwürdigend sein, durch den ganzen Raum zu schreien. Und wem darf ich den Gefallen tun? Meiner Schwanzflosse. Ich hol sie mir selbst. Schwanzflosse. Das retten wir, Schätzchen. Das ist Folter. Meine Arme fallen bald ab und meine Finger sind ganz taub. Ein Krampf. Ich habe einen Krampf. Meine armen Bandscheiben. So geht das nicht weiter. Hör zu, ich verstehe euch ja. Doch bis er seine Rechnung bezahlt hat, wird er hier malochen. Ich habe etwas Geld. Ich leg noch was drauf. Was? Nein, so war das nicht. Ich wollte... Wenn Sie auch Schecks nehmen, würde ich nachher noch mal wiederkommen. Halt diese Plage aus dem... Na, na, Griffel weg von Lippfannenwender. Das ist ein kostbares Stück und sehr teuer. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn Sie dieses Spitzenprodukt kaufen, dürfen Sie es auch halten. Ich habe noch ein bisschen Kleingeld in der Tasche. Ist das genug? Nein. Reicht es jetzt? Nein. Und nun? Nein. Und nun? Nein. Und nun? Nein. Und nun? Nein. Mau,
Und nun? Nein. Durch Bikini Bottom Immobilien verkauft. Das ist alles, was ich habe. Bekomme ich jetzt Lüpfannenwender? Wirklich alles, ja? Schickes Outfit. Guten Abend, der Herr. Hey, Hühnchen, was geht ab? Na, das wurde aber auch Zeit. Wehrloses Baby anzuschreien. Sie sollten sich schämen. Pass mal auf, ich hab genug von diesem Babyspielchen. Oh, mein Neptun. Oh, was ist denn das? Pfui, seht was zum Klabauter, Mann, ist los hier? Oh, Igitt. Vertadeus, wo sind deine Manieren? Achten Sie auf seinen Kopf. Auf seinen Kopf? Achte du lieber auf seine Windel. Und wechsle sie endlich. Ja, Sir, jawohl. Oh. Wir wollen hier essen. Entschuldigung. Hunger! Hunger! Immer noch Hunger. Immer noch Hunger. Diese fiesen Fadenwürmer. Was soll das? Ich hasse diese Verlustgeschäfte. Das Letzte. Also, das ist es mir wert. Gesinde! Ihr wisst doch gar nicht, was Talent ist! Aber was heißt es? Hey! Wie lange sollen wir noch warten? Hey, wo bleiben meine Fretten? Wieso liebt mein Vater mich nicht mehr? Was würde diese Stadt nur ohne dich machen, SpongeBob? Oh, mein Bein! Oh, mein Bein! Apollo SpongeBob hebt ab! Oh ja. Hey Kumpel, was hast du denn da? Nun, es handelt sich um ein Loch, guter Mann. Wissen Sie, für uns Schwämme ist es typisch, dass... Das meine ich. Ach das ist ein ganz normaler Krabbenburger mit Quallengelee-Aufstrich. Ich nenne diese Kreation Krabbenburger mit Quallengelee. Könnte ich auch. Aber natürlich. Unglaublich. Der ganze Ozean muss davon erfahren. Hey, liebe Leute, das ist der neueste Dreh. Eben darf ich einen Burger. Besonderen Burger, ganz dick bestrichen mit Quallengelee. Hey Mann, probier mal diesen Burger, diesen ganz besonderen Burger, diesen leckersten Burger in der See. Skibbidi bidi bada buda bada buda bidam, yeah. Danke. Und
Top Fischaugen. Eins, zwei. Sie sind ein echter Pirat. Gehen Sie direkt zu dem mit dem Kreuz markierten Punkt. Sie dürfen jetzt nach dem Schatz graben. Was, ein Schatz? Da ist er ja. Der Schatz des fliegenden Holländers. Meiner. Hey, Mr. Krabs ist schon wieder ganz verschwitzt. Dreht die Herdplatten hoch, weil ich hab richtig Hunger auf einen... Hilfe! Hilfe! Was soll das? Wir haben heute geschlossen. Halt, halt! Hier, nimm SpongeBob. Den Burgerbrater? Das ist nicht gut für meine Gesichtshaut. Die Leute werden mich mit der Mondoberfläche verwechseln. Wie meinst du das? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls geht das nicht, Daddy. Die streichen mich sonst aus der Liste der meist fotografierten Mädels fürs Jahrbuch. Sehe ich auch so. Wir müssen jemand anderen finden. Hört mal alle her. Wer von euch glücklichen Kaulquappen begleitet meine bezaubernde Tochter Perla zum Abschlussball? Aber komm bloß nicht zu spät, SpongeBob. Ich hab ihn gesehen. Er war groß, er war ganz glibberig und er hat alles gefressen. Das ist ja furchtbar. Das war ein alaskanischer Stierwurm. Oh nein! Er hat in meine Schubkarre gebissen. Er hat die Hausaufgaben meiner Kinder gefressen. Dazu muss ich wohl nichts sagen. Was können wir nur tun? Ich weiß was. Ihr kauft erstmal alle einen Krabbenburger. Wir rufen meinen Neffen an. Wir heben einen Wassergraben aus. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Diese Idee ist vielleicht verrückt genug, uns alle umzubringen. Engagieren wir einen Kopfgeldjäger. Wer ist schon so blöd und legt sich mit dem alaskanischen Stierwurm an? Wo ist denn hier die Toilette, bitte? Hinten links. Danke. Nur nicht nach unten gucken. Mein Bein oder meine Hose. Also, heute ist unsere letzte Probe vor dem großen Auftritt. Und wir haben bislang leider keinerlei Fortschritte gemacht. Aber ich habe eine Theorie. Wenn Leute schlau wirken wollen, reden sie laut, stimmt's? Korrekt. Und wenn wir laut spielen, denken die Leute vielleicht, wir sind gut. Sind alle bereit? Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Okay, wie wär's damit? Vielleicht sollten wir so leise spielen, dass uns niemand hört. Na ja, vielleicht wären wir nicht ganz so schlecht, wenn nicht manche verfressene Leute hier mit ihren fetten Klauen rumfuschen würden. Was sagst du da, du Lümmel? Fuscher mit fetten Klauen! Ich sag dir, diese Klauen können noch was ganz anderes. Dann komm her, alter Opa, komm her! Nein, ich bitte euch, lasst uns doch ruhig und vernünftig sein. Ach, jetzt darf der Schweizer Käse also auch schon was sagen. Einen Moment. Ich weiß, dass wir alle unter Spannung stehen. Ich habe Pfand für die Instrumente bezahlt. Beruhigt euch bitte. Hey, die Probe ist vorüber! So, ihr habt's geschafft. Ihr habt meine Chance auf ein kleines bisschen Glück mit Füßen getreten.
Mit voller Absicht, rücksichtslos und grausam. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr von euch erwartet, Leute. Aber das war ja wohl ziemlich dumm. Also bleibt bitte morgen zu Hause. Ich sag einfach, ihr werdet alle bei einem Blasunfall ums Leben gekommen. Und danke auch. Danke für gar nichts. Dankeschön. Wir sollten uns alle wirklich schämen. Dieser arme Tintenfisch hat sein Glück in unsere Hände gelegt und wir haben versagt. Thaddäus war immer für uns da, wenn's ihm keine Umstände gemacht hat. Evelyn, wer hat denn deinen kleinen Jimmy aus dem Feuer gerettet? Ein Feuerwehrmann. Und du, wer hat dich denn wiederbelebt, als du den Herzanfall wegen den ganzen Muskelpillen hattest? So ein Typ in einem Krankenwagen. Ja, und wenn wir uns jetzt alle mal vorstellen, dass Thaddäus ein Feuerwehrmann wäre oder so ein Typ in einem Krankenwagen, dann können wir uns auch mal zusammenreißen und rauskriegen, was es eigentlich heißt, in einer Blaskapelle zu spielen. Ja, für den Feuerwehrmann! Ja. Feuerwehrmann! Und jetzt soll Thaddäus stolz auf uns sein. Hast du eine schöne Pause gehabt? Ja, sehr schön. Psst, hör mal zu. Ich habe vorhin mit Fred geredet, in deinem Namen. Es war alles nur ein Missverständnis. Sie haben was? Er hatte nie vor, dich zu verprügeln. Ja, aber das muss man erst mal wissen. Fred kommt aus einer Stadt, in der jemand verprügeln so etwas ist wie eine freundschaftliche Frage. Ob man nicht mal am Wochenende zusammen Sport treibt oder so. Ich habe schrecklichen Durchfall. Sind Sie der Vater von Fred? Ja, der bin ich. Okay, wissen Sie, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Patrick hilft mir nicht und Mrs. Puff macht alles noch schlimmer. Ich sitze neben Ihrem Sohn Fred in der Schule und er ist ja auch ein netter Junge und so. Und verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, aber er will mich verprügeln. Alter, was machst du da? Nichts, gar nichts. Habe ich dir nicht verboten, mit fremden Leuten zu sprechen? Na toll, jetzt werde ich gleich verprügelt. Ja! Geht mir aus dem Weg! Seht ihr denn nicht, dass er mich verprügeln will? Hallo, ihr jungen Leutchen, ist doch ein schöner Tag heute. So, du willst dich also prügeln, hä? Na, dir zeigen wir's, Opa! Da ist er! Los, auf ihn! Hallo, auf ihn! Okay, okay. Ich gehe weg aus der Stadt, fange ein neues Leben an. Unter falschem Namen, Bobschwamm Spongekopf. Ja, der ist gut. Lass mir einen Bart wachsen und rasier ihn wieder ab und leb glücklich und zufrieden. Ja, außer der Tatsache, dass ich dich verprügle. Hey Fred, geht's dir wieder besser? Was? Wo bin ich? Sie sind im Krankenhaus. Der junge Mann hier hat Ihnen das Leben gerettet durch eine 5-stündige Herzmassage. Ja, nach 5 Minuten warst du zwar schon übern Berg, aber ich wollte ganz sicher gehen. Wow, ich bin gerührt. Ich werde daran denken, wenn ich dich verprügle. Sind die Blumen für mich? Er will mich immer noch verprügeln. Ich hab das Gefühl, als ob du es einfach nicht kapieren willst, alter Mann. Ach, ich mag die jungen Leute. Deshalb, meine Damen und Herren, essen Sie, trinken Sie, bezahlen Sie, während ich mich lebendig begrabe. Yeah! Aber nachfüllen kostet. Diese Muschel singt jetzt! Mir nach! Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Was soll ich bloß tun? Wenn ich nicht bald eine Idee kriege, bin ich irgendwann pleite. Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Warum bringt mich niemand auf eine Idee? Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Großer Neptun im Himmel, ich brauche eine Idee. Oh. Lieber Mr. Krabs, ich sage, ich habe eine Idee. Auf was zur Donnerwelle wartest du eigentlich? Sag sie mir. Ich bitte um volle Konzentration. Setzen Sie sich ruhig hin, denn es wird Sie sowieso vom Stuhl hauen, wenn Sie das sehen. Tada! Kantiges Korallenriff! Der Berger ist verdorben!
Aber, dieser Burger ist nicht gefährlich. Er ist gefärbt. Bunte Burger erhältlich in 6 Farbtönen. Thaddäus, das musst du sehen. Sehen die Dinger nicht appetitlich aus? Leckerchen. Moment, ein Burger Orange bitte, mit einer extra Portion Lila. Und was noch? Milchshakes mit Pailletten dran. Pommes mit Fliege? Nein. Doch, auf. Bunte Burger. Ich weiß, dass das eine gute Idee ist. Euch zeig ich's. Ich mach mein eigenes Restaurant auf. Bist du bereit für den großen Ansturm? Bald stehen hier alle, die Hunger haben, Schlange, denn wir haben seit einer Minute geöffnet. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh Mann, wie lange sitzen wir denn schon hier? Da muss ich erst ein paar neue Zahlen draufschreiben. Vielleicht hat Mr. Krabs ja doch recht. Und meine Idee ist wirklich doof. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, manchmal muss man ganz schön tief in sich gehen, um seine Probleme zu lösen. Da habe ich Angst vor. Musst du nicht, dann gehe ich für dich in dich. Ja. Tut mir leid. Diese blöden Aufblasen. Hast du was gefunden? Hä? Hey, gibt's hier was zu essen? Ja, Sir, wir haben bunte Burger. Der ist ja grün. Grün. Mr. Krabs hat doch recht gehabt. Was fange ich jetzt bloß mit all den Dingern an? Hey, der eine ist ja lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Der ist gar nicht schlecht. Hey, Wild! Bunte Burger sind die beste Idee überhaupt. Wer ist Nummer 46.853? Ich bin Nummer 46.853. Ich habe noch nie 46.853 Gäste gehabt. Hier bitte und immer schön bunt bleiben. Kleiner Scherz. Mein Freund ist da drin. Herzlichen Glückwunsch. Ja! Ab geht's! Juhu! Ab geht's! Yeah! Bewegt eure dicken Hintern! Yeah! Ich hab keinen dicken Hintern! Das ist ja eine Unverschämtheit! Oh, das ist ja der weltberühmte Surfer Grubby Grouper! Beta Groupies! Grubby muss jetzt erstmal eine Monsterwelle abreiten. Wahnsinn! Die Flosse wasche ich mir nie wieder. Hey, Perla, gib Pumpelblase die Hand. Ja, bist du denn? Das ist das erste Mal, dass er alleine macht. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Popcorn, Erdnüsse, heißgekühlte Getränke. 2 Stunden warten ist genug. Jetzt reicht's. Hey, Kumpelblase, du bist ja schon fertig. Und wir stehen hier an wegen einer blöden Blase? Das ist noch gar nichts. Er hat gesagt, wir sind fett. Er schuldet mir Geld. Er hat mich gezwungen, anständig zu arbeiten. Na und? Mich hat er sauber ertränkt. Okay, Leute, kriegt euch wieder ein. Willkommen in der komischen Krabbe. Und jetzt bitte ich um einen kräftigen Applaus für unseren ersten Komiker, den unverkennbaren Dougie Williams. Guten Abend, Herrschaften. Ich überspringe heute die Witze und gehe gleich zum Tortenschmeißen über.
hoffe, ich komme auch so gut an wie der Kerl. Meine Herren, die Typen da draußen lachen wirklich über alles. Nur keine Bange, ich hab sie schon mal ein bisschen in Stimmung gebracht. Klatsch mal kräftig in die Flossen für SpongeBob Schwammkopf! Hey, 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 werte Dorsche und Heringe, haben Sie schon mal über Salzstreuer nachgedacht? Ich meine, man macht sie jeden Abend nach Ladenschluss wieder voll. Da fragt man sich doch, wo bleibt das ganze Zeug? Wissen Sie, was ich meine? Und Tomaten, was sind das eigentlich für Dinger? Ich meine, man schnippelt sie in kleine Scheibchen, aber was ist das eigentlich, Gemüse oder Obst? Und woraus besteht dann Ketchup? Du meine Fresse, der Kerl ist ja das Hinterletzte. Hey, du Witzfigur, ich weiß einen Witz für dich. Was stinkt zum Himmel und schläfert alle Lebewesen ein? Sumpfgas vielleicht? Nein, deine Witze! Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie, also Gabeln hin und wieder... Gabeln? Ich glaube, ich spinne. Ein Horn, was wohl gleich passieren wird. Verehrte... Verehrte Kundschaft der krassen Krabbe, sehen Sie her. Ein Glas voller Leinsamen? Brötchensamen. Am heutigen Tag veranstaltet die krosse Krabbe ihr erstes alljährliches Brötchensamen-Schätzspiel. Raten Sie, wie viele Körner sich in dem Glas befinden und gewinnen Sie einen Gras... Entschuldigung, Gras... Ich hab's gleich an den Gras... Krabbenburger. Treten Sie näher zum Raten und gewinnen. Das erraten die nie. Drei? Nein. Der nächste bitte. Die Burger sind da. Machst du mal endlich vor... Ach, Thaddäus, ich bin im Büro ein paar Unterlagen durchgegangen und so hat man sich doch zu einem Toupet durchgerungen. Ja. Aber warum nicht? Du hast wohl geglaubt, du kannst mir bei der Arbeit auflauern. Aber nichts da, ich bin nämlich schnell, ich bin fies und ich kann den hier...